So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreaturenvorstellung mit Cinder und Hi. Koja. Hi, Cinder. Das ist Wo wolltest du hin? Wolltest du Och, hinter so einem Scout her oder was? ich fand das sah von oben ganz cool aus, dieser Haufen Enforcer, die wir da haben. Ja. Ach, vor allen Dingen der Orangene, ne? Der ist ja so schön. Find Schlumpfi viel schöner. Ich fand Spielerei gerade eben viel besser. Wir haben uns gerade ein Wettrennen geliefert. Wollen wir mal Ja. gerade gucken? Wo war die Allee? Komm, lass uns doch mal laufen. Das macht so einen Was? Spaß. Okay, Moment. Sekunde. Schlumpfi. Schlumpfi. So. Wo ist die Allee? Alle, Hier, guck mal, alle. da lang. Ja. Eigentlich soll es um die Scout gehen, aber egal. Ja, Egal. ist egal. Wir müssen ja erstmal, ne? Wo Egal. bist du? Hinter dir. Ich bin schneller als du. Ach Pass mal ja. auf. Das glaubst du Ja! nicht. Hilfe! Ja, es ist. Nee, klar. Du, ach Hier so, in ist die die Allee. Richtung. Ja, hier ist die Allee. Ja, Siehst du, ich toll. sag doch, ich bin Ja, alle, schneller. alle. Wo ist er? Bergesser. Nein, 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 Bergesser. nein. Kommst nicht hinterher. So. Boah, der ist schneller, das gibt's nicht. Was hast du getan? Hast du aufgerüstet oder Ich was? hab Dust plus 10 getankt oder so. Keine Boah. Ahnung, ja. Das fällt auf garantiert nicht mehr Was? ein. Ich krieg dich. Nein, niemals! Ach. So, weißt du noch, wo Die wir sind gewohnt toll. haben? Nee, keine Ahnung. Hast du vielleicht noch ein Dingen in der Tasche? So ein Scout-Dingen? Ja, Können wir mal nachgucken, ob wir das finden? können wir mal nachgucken gleich. Ja, das können wir in der Tat gleich machen, ne? Ja. Können wir in der Tat gleich machen. Also, die Scouts, um die soll es eigentlich heute gehen. Aber es ist einfach, sie machen so viel Spaß. Also, Hab ich. Enforcer-Rennen sind schon mal gebucht, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, wo sind wir denn? Ich glaube, wir müssen nach rechts. Nach rechts? Bist du dir sicher? Nein. Nein, ich glaube eher nach links. Okay, nach links. Komm, wir sollten jetzt ein Rennen machen. Gute Idee. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt können wir mit dem Scout suchen, wo wir waren. Wo wir hin müssen. Sauber, sauber. Ja, nee, also die machen echt Laune, die Enforcer. Haben wir in der letzten Folge vorgestellt. Und die Scouts sind ja quasi. Da ist er. Ich bin daheim. Und du bist weg? Ja, Das ist gut. Du ich kannst ja bin gerade den. auf der Tour de France. Ich nehme jetzt den Scout und suche Sinde. Ja? Ja, genau, mach Ja. mal. Also, wenn wir so einen Scout bauen, das haben wir ja mehr oder weniger in der letzten Folge auch schon gemacht, dann hat man den im Inventar. Und kann den auch unten auf die Schnellleiste ziehen. Das habe ich jetzt hier unten auch schon getan. Und dann mit der entsprechenden Taste aufrufen. Da hat man so einen wunderschönen Pokéball. Und den wirft man. Anschließend schaut man durch dieses Scope, durch diese Fernsteuerungseinheit und kann dann damit umherfliegen. Man hat dabei so eine Nachtsicht. Da unten ist die Sinde zum Beispiel. Hallöchen, Sinde. Was guckst du? Ja. Oh, ich sehe unseren Roboter. Guck mal. Ne? Genau. Da ist Sinde ist er. hier entsprechend grün markiert als Verbündete. Blau markiert sind alle Tiere, die absolut friedlich sind, die, ja, ne, Pflanzenfresser, die da umhertraben. Zum Beispiel der baumschöne Affe hier. Oder aber auch das Megatherium, was gerade zum Beispiel jetzt nicht gerade Insekten befallen ist. Ich glaube, Aggro sehen wir jetzt hier gerade nicht. Wir könnten allerdings mal da ein bisschen hochfliegen in Richtung. Ich weiß nicht, ob wir so weit kommen. Wir haben nämlich auch eine begrenzte Reichweite. Beim Herumfliegen sehen wir unten links ein Symbol, das weist darauf hin, dass wir permanent durch das Fliegen Dust, Elemental Dust verbrauchen. Ja, jetzt bin ich schon aus der Reichweite und zack, dann bricht's ab. Ja, erst wird der Bildschirm grisselig, dann bricht's ab, dann habe ich 60 Sekunden Cooldown, bis der wieder da ist. Oder ich drücke die rechte Maustaste und dann wird dieser Cooldown abgekürzt. Ja, und ansonsten, wenn man noch mit dem Ding rumfliegt, dann kann man die E-Taste drücken. Dann kommt man wieder in die normale Sicht. Man nimmt dann dieses Fernglas von den Augen, drückt dann rechte Maustaste und pfeift das Ding zurück. Genau. Aber jedes Einsetzen kostet immer 20 Dust. Das heißt also, man sollte sich das gut überlegen, wie oft man jetzt dann da wieder rausgeht aus der Perspektive. Also Scout, ganz namenstypisch zum Erkunden. Greifst du mal was an? Du bist ja gerade auf dem Enfosser. Greif doch mal irgendwas an, was sich wehrt. Ja, oder Was nee, sich greif mal. wehrt. Ja, nee, greif mal das an, was da ist doch so eine Kuh, ne? Ja, Greif mal genau. an. Die wird jetzt nämlich gelb, das ist ein Fluchttier. Die sind dann gelb markiert entsprechend und hauen ab. Ah.
Ich nehme hier das Megatherium. Nimm das Megatherium. Das wehrt sich dann und wird in dem Moment rot als Gegner. Und Fleischfresser wären generell rot. Du schaffst das, oder? Ja. Ich habe auch so eine leichte Attacke hier. Wenn ich jetzt mit rechts da durchswische, mit der rechten Maustaste, hat man eine Attacke. Ist hier noch irgendwo ein Fluchttier? Da, ein armer Dodo. Ja, der ist so mit einem Schlag hin. Nein, die Drohne macht so wenig Schaden. Siehst du das, wie viel Schaden ich mache? Ich habe zwar hier auch einen Dodo vor der Nase, aber du glaubst, glaube ich, du meinst, glaube ich, einen anderen. Ja, ich bin bei dir. Hier, guck mal, da ist einer. Direkt vor mir. Die Kurve, ja, ist okay. Du siehst ja dann die Schadenszahlen, mal gucken, was ich mache. 10, ja. 10, Ja. Also das ist mehr so... Low Energy Remaining. Warum Low Energy Remaining? Hast du kein Das mehr im Inventar? Doch, nur 895. Oh, okay. Ich glaube... Hast du sie beschädigt? Vielleicht ist der Dodo härter. Ja, jetzt kann ich auch keinen Angriff mehr machen. Da muss er erst wieder aufladen. Aha. Ja, genau. Der muss jetzt erst wieder durch Dust aufladen. Ich habe da oben auch so eine Ausdaueranzeige. Und erst wenn die wieder ein bisschen gefüllt ist, kann ich wieder so eine mega geile Attacke machen. Naja gut, das ist hauptsächlich wahrscheinlich, um Gas zu geben und schneller wegzufliegen. Ja, das ist die Drohnensicht. Jetzt gibt es noch eine Funktion, die wir nicht verstanden haben, wo wir im Livestream mal gedacht haben, wir kapieren das. Aber irgendwie ist es nicht. Ich markiere jetzt nämlich mal die Sinde. Pup. So. Dann haben wir da so eine formschöne Markierung auf der Sinde drauf. Und wenn ich jetzt E drücke... Ich Sinde nicht. Da. Wenn ich jetzt E drücke, sieht man, auf Sinde ist so ein grüner Pfeil. Du kannst das bei mir auch mal machen. Mhm. Warte. Da, bitteschön. Und dann, wenn du jetzt wieder E drückst und das wegnimmst, dann siehst du bei mir den grünen Pfeil. Ja, richtig. So. Und das Tier ist blau markiert da hinten. Das habe ich eben auch markiert. Das ist blau. Hat einen blauen Pfeil drüber. Ah, ja. Also ich sehe auch deine Markierung. Das ist gut. Okay. Mhm. Und ich denke mal, für mehr ist es auch nicht gut. Also man kann sich darüber dann vielleicht ein Target auswählen. Was ist denn der kleine Dodo? Zu sagen, wir möchten dieses Tier zähmen. Jetzt ist allerdings so, der Cooldown läuft ab. In 10 Sekunden. Bleib mal stehen. So, in 10 Sekunden ist der Cooldown weg und ich glaube, dann ist auch deine Markierung weg. Schauen wir gleich mal. Ja, bei mir sind es noch 20. Das später markiert. Fupp, und weg ist Sinnesmarkierung. Also, man kann dann irgendwie in der Gruppe sagen, einer schwirrt mit der Drohne raus, markiert einen Dino irgendwo, der dann entsprechend markiert ist und wo dann alle wissen, okay, das ist unser Zähmopfer, da ist ein 120er T-Rex oder sowas. Das wäre noch sinnvoll. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, dass mit den Markierungen es möglich ist, Enforcer auf Gegner anzusetzen. Aber das funktioniert leider nicht. Ich kann jetzt hier mal... nehmen wir mal unseren Enforcer mit. So, ich nehme jetzt mal deinen gerade. Ich bin mal so frech. Bist du hier irgendwo, Sinde? Unten noch. Sinde? Ja, ich bin hier. Ich habe gerade mal ein wildes Tier markiert mit dem Scout. Wo ist denn dein wildes Tier? Hier unten ein wildes Tier. Ein wildes Tier, ein böses wildes Tier, genau. Es ist markiert. Aber und auch in blau. Der Enforcer macht gar nichts. Enforcer, los, fass. Nein, macht nichts. Also, wie gesagt, ursprünglich hatten wir gedacht, oh, da kommen lauter Kompis, schön. Ursprünglich hatten wir gedacht, dass man damit halt... Tja, liebe Kompis, das habt ihr jetzt davon. Ist der Enforcer traurig. Warum macht der Enforcer nichts mehr? Er macht noch weniger. Ich muss kurz was entsorgen. Ja, mach mal. So. Also diese Markierung funktioniert leider nicht wie im Wilden. Vielleicht ist es noch verbuggt, vielleicht soll das irgendwann später noch kommen. Ich hatte mir das eigentlich erhofft, dass man damit jetzt Gegner markieren kann und dann eben die gezähmten bzw. gebauten Enforcer diese Gegner angreifen. Wir hatten im Livestream, im ersten, den wir zu Extinction gemacht haben, auch den Effekt, dass ich alle markiert hatte, ja, Sinde, Xar, Hippo und dann kam ein wilder Enforcer und hat die nach und nach weggeschnetzelt und da hatten wir gedacht, okay, vielleicht kann man wenigstens die wilden Enforcer da drauf ansetzen. Warte mal, mal nicht hauen.
Nee, ist gut. Guck mal, da hast du da was Größeres. Ja, das flieht ja auch gar nicht. Ich hole uns jetzt mal einen wilden Entfosserhai herbei. Ja. So, jetzt können wir mal versuchen, da hinten diesen armen Archäopteryx zu zähmen. Auch Level 1, warum... Moment. Wo ist er? Da. So, der ist jetzt markiert. Interessiert aber den wilden Entfosser auch überhaupt gar nicht. Treibt man den mal wieder ein bisschen zurück. Da ist rot. Was ist rot? Der Pfeil wurde rot. Ja, ja, ist er, aber... Jetzt ist er gelb. Aber... Ja, komisch. Ich mache jetzt noch mal einen Enforcer. Siehst du, ich kann den auch direkt drüber spawnen. Mhm. Klebt da wie so. Also das interessiert nicht, diese Markierung. Ja. Es ist, glaube ich, wirklich nur einfach eine Sichtmarkierung für uns und nicht für irgendwie eine Interaktion mit den Maschinen hier. Das ist wirklich schade. Vielleicht ist es noch ein Bug, der nicht gewollt ist. Was ist jetzt los? Ja, ich habe mit meiner Drohne den Enforcer angehittet. Das ist sehr intelligent. Jetzt leuchtet er wenigstens schon mal rot. Tut sich wenigstens mal was. Jetzt ist dein Scout tot. Ach, der arme Scout. Ich habe ja zum Glück noch einen. Jetzt hast du den Scout getötet. Das ist eine Maschine. Ach so, okay. Das beruhigt mich. Bei mir kurz kein Sound. Ich hole eben mal den Scout-Cheat. So. Kopieren. Dann können wir uns nämlich mal einen Wilden herholen. Und wir holen uns mal jeder eine Longneck-Rifle aus dem GCM-Menü. Longneck, ach nee, die heißt ja, wie heißt denn die hier? Flinte, ne? In Deutsch. Mhm. Ja, Flinte. Und dann Munition. Dann können wir nämlich auch mal so eine Drohne vom Himmel holen. Eine Flinte. Yep. Also gerade wir. Die absoluten Aim-Profis schaffen das bestimmt, aber darum sind wir ja zu zot. Genau, wenn der eine daneben schießt, der andere kann es auch. Da. Okay. Da saust sie. Oh, die hält mehr als einmal aus. Ja. Oh Gott. Krieg jetzt aufs Maul. Ja. Schlumpfi! Schlumpfi, wo bist du? Schlumpfi, tu doch mal! Boah, Chaos! Und sie lebt immer noch, das ist doch nicht zu fassen! Wo ist sie denn? Da! Ach, verdammt! Oh, sie ist Kackvieh! Ist ganz einfach zu holen! Oh. Ja, klar! Triffst du mal? Ich hab schon einmal getroffen im Vergleich zu dir. Woher willst du wissen, ob ich getroffen habe oder nicht? Weil dann wäre sie tot. Die mag dich. Die hittet dich immer. Ach, das ist total schön. Mach du mal ein bisschen weiter, ich hol mir eine Shotgun. Das ist... Wie heißt die nicht? Shotgun? Ich glaube, ich den Pfeil im Boden. Wie heißt denn die? Heißt die nicht Shotgun? Pump Action? Pumpgun? Pumpgun? Pumpgun. Schrotflinte. Ach, Schrot. Ja, ja. Pumpgun ist Sinde sind noch nicht tot. Nee, was aber ich los? Treffe auch. Wirklich. Du triffst. Ganz ehrlich, aber die kriegt keinen Schaden. Normal kann man die recht leicht runterholen. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich habe ich doch daneben geschossen. Da hat die ein Schild. Kackvieh! Gibt's doch gar nicht. Ich hab doch selbst schon eine runtergeholt. Jetzt haben wir sie. Boah. So.
Und dann gibt es nämlich auch einen Bauplan. War natürlich auch gleich eine Level 50er. Ja. So, dann gibt es nämlich auch einen Bauplan. Und den haben wir hier unten. 3 Shield, 90 Energy, 7 Energy per Element Dust. Das heißt, hier haben wir nicht diese Boni wie bei den Enforcern mit diesem Prozent, sondern hier sehen wir direkt, wie viel Energie die erstens zum Beispiel durch den Element Dust bekommt, wie viel Speed Multiplier die hat und die Range vor allen Dingen ist dort als Stat vorhanden. Siehst du das Ding hier auch auf dem Boden liegen? Ich habe es extra liegen lassen, weißt du? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Wie hast du Standbild? Ja. Was machst du immer? Ich weiß es nicht. Aber du stehst sehr formschön da. Ja, dann fotografiere mich mal. Ich versuche mal zu lächeln. Vielleicht kriege ich das noch hin. Moment, ganz kurz, ich helfe nach. Nicht hauen. Ja, das sieht viel schöner aus. Also so ein bisschen rote Farbe und so. Achso. Rot? Was? Oh Mann. Ja, also wenn du es jetzt nicht sehen kannst, ich muss es aufheben, weil das sehr schnell spoilt, ja. dieses Ding, dieser Bauplan. Aber wie gesagt, der hat halt jetzt keine Werte im Sinne von... Ah, jetzt kannst du dich wieder bewegen, oder? Guck, da ist er. Tudum. Aufheben. Da sieht man dann, dass es entsprechend andere Werte hat und andere Aufbau hat als bei den Enforcern, wo wir da die Prozentwerte bei Health und dergleichen hatten. Hier haben wir dann entsprechend Reichweiten. Ah ja, cool. Und ich weiß jetzt nicht, steht bei diesen Level 1er Drohnen irgendwie was dabei, was die für Werte haben? Wie viel Reichweite und so? Wenn ich so da drüber gehe, ich habe die im Inventar liegen, ne? Ja. 3 Shield, 90 Energy, ja. 7 Energy per Element Dust, 0,5 Speed Multiplier und 25.000 Range. Und jetzt vergleichen wir mit dem Blueprint? Der Blueprint... Schien mir irgendwie gleich. Nee, der hat ein bisschen mehr Range, 29.200. Ah, okay. Ein ganz kleines bisschen mehr Geschwindigkeit. 11 statt 7 Energy per Element Dust. Aha. 90 Energy gegen 104 Energy. Schild bleibt beides bei 3. Okay. Ja. Na, aber auch nur eine Level 50, die wir da runtergeholt haben. Ja, das ist, ja. Nur. Das war ja easy auch total. Also ja. War ganz locker da runtergehauen. Komm, dann bauen wir die mal zusammen. Kommst du da drüben mal dein Terminal mit allem drin? Hinten, ne? Da war der ganze Krempel. Ja. So, pass auf, ich leg die mal da rein, dann kannst du sie bauen. Mir, genau. Ja, da sehen wir die Werte nochmal. Ach ja, 0,58 statt 0,5 Speed. Ja, das ist nicht wirklich viel. Nee. Bauen wir sie mal. Hat jetzt gekostet 110 Element Dust. Ist jetzt auch nicht teuer gewesen. Muss man dazu sagen. Ist jetzt auch alles andere als teuer gewesen. Jo, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt... Machen wir einen Speed-Wettbewerb oder wie? Naja, die Range. Würde mich mal interessieren, wenn das jetzt 29.000 statt 25.000 ist, reden wir über 20% mehr. Das ist schon ein bisschen was. Also, wenn man jetzt irgendwie gefühlt merken würde, dass das Ding viel schneller ist. Diese 0,58 zu 0,5, das merkst du, glaube ich, wirklich nicht. Das denke ich auch nicht, ne? Was ich mir gut vorstellen kann, ist halt, also, was sehr, sehr wertvoll ist, ist vermutlich, jetzt ist es jetzt immer hier auch schon wieder out of range, was man, glaube ich, sehr, sehr stark merken könnte, ist diese Element Dust Energy. Gebt ihr das Ding auch mal rüber, also jetzt von der Reichweite, dass man das irgendwie direkt merkt, ist schwierig. Hier liegt sie. Aber dass man mit einem Element Dust 7 Energy zurückgewonnen bekommt, das glaube ich ist eine sehr, sehr geile Sache. Das ist wertvoll. Aber die restlichen Werte, ja. Bin ich gespannt auf eure Kommentare. Ah, wenn ein Scout unterwegs ist, der ist nämlich out of range geflogen bei mir gerade, ja? Kann ich den zweiten nicht starten. Ich muss warten, bis die erste zurückkommt. Rechtsklick. Nee. Doch, bei mir pfeift er die zurück mit Rechtsklick. Nee, die ist ja auch so out of range, die läuft hier die Zeit ab. Die, ja, ich ja. Muss warten, bis sie zurückkommt. Nee, bei out of range konnte man auch pfeifen, dann geht der Countdown zurück auf 1. Aber du musst das Ding noch ausgerüstet haben. Also in dem Moment, wo dir das out of range passiert so, und du noch okay. Das Scope in der Hand hast. Ah, okay. Da ist es. Ah, jetzt kommt's, okay. Ja, jetzt kann ich den auch werfen. Hier ist aber schon ein bisschen schneller.
Meinst du? Ich meine. Ja. Also nicht viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es super auffällt. Bisschen. Aber viel weiter kommt er auch nicht. Hm? Ja, ja, eine schöne Funktion. Oh, ich bin sowas von überladen, Moment. Ich leg dir mal 800 Element das hin, vielleicht kannst du die gerade mal aufheben. Nee, kann ich gerade nicht. Achso, ja, dann nicht. Dann lass mal sie verdörren, ist ja auch egal. So, eine schöne Funktion haben wir nämlich noch, die wir bisher noch nicht gezeigt haben. Den Mech, den großen Kampfroboter, den werden wir vorstellen in einer separaten Folge. Der hat nämlich natürlich ganz viele Fähigkeiten, wie man sich vorstellen kann. Und ganz viele Modifikationen, die man auswählen kann. Um den kümmern wir uns jetzt nur am Rande. Aber was man hier machen kann, ist dem mal ein bisschen Schaden geben. So, der ist jetzt oben rechts, sehen wir es, ordentlich kaputt. Ja, hat 5000, glaube ich, Schaden bekommen. Genau, 4000 Schaden bekommen. Und wenn die Sinde jetzt mal die Drohne drauf dünnert. Ja, und? Fumm. Dann gibt es einen extremen Heilbuff. Und ich gehe mal hier rein. Jetzt bin ich schon bei 2500. 3500. 3700. Ja. Und hier sieht man auch die Ärmchen arbeiten. 5,5. Fertig. Also ruckzuck hochgeheilt. Ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie ganz viel Element verbraucht oder so? Hast du da was gesehen? Nee, habe ich jetzt nicht. Und sieh mal, wie die strampelt. Siehst du das auch? Die Drohne, wie die da am Strampeln ist, am Arbeiten ist? Warte mal. K? Wo ist sie denn, die Drohne da? Auf der Brust sitzt sie. Ach ja, 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 guck mal da. Genau. Das ist super, ja. Ja, da noch was und hier mal löten. Will sie zurück? Jetzt gucke ich mal gerade in mein Inventar. Ja, doch, die hat schon ganz gut Element, das verbraucht. Okay. Ich schicke jetzt auch mal meine drauf zum Reparieren. Mhm. Oh, ja, jetzt habe ich mein Element, das dir alles weggeworfen. Warte mal, hier, Element, das, Element, das, Element, das, da. Nein, da. Ja, genau. So. Einfach gegenwerfen, ne? Und dann, ah ja, und dann fängt die direkt an, wenn ich jetzt noch ein bisschen näher gehe. Also ich kann jetzt, warte mal, mal schauen, wie weit die Heilreichweite ist. Nee, gar nicht. Jetzt. Er muss schon dran sitzen, ne? So geht's nicht. Doch. Doch, doch, ist noch. Ja? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist aber, glaube ich, auch fertig geheilt, ne? Ja, nee, nicht ganz. Nee, da. Ja, unten verbraucht jetzt aber auch nicht übermäßig viel. Das geht nee, schon ein nicht bisschen. Übermäßig. Geht schon ein bisschen weg, so in alle zwei, drei, nee, drei, vier Sekunden mehr. Eigenartig. Geht mal schnell und mal langsam. Ich glaube, jetzt ist er fertig geheilt. Darum geht nichts mehr weg. Ja, ist auch so. Also, verbraucht Element Dust, aber jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 10er Stackweise oder so. Ist halbwegs erschwinglich. Super. Mhm. Ja, sehr also, nützlich. Sehr nützlich. Da sind sie wirklich dann extrem nützlich, richtig. Ansonsten war meine Einschätzung eher so. Ja. Kann man, muss man aber nicht, oder? Also ist jetzt nicht. Zum ja. Erkunden halt, um zu schauen, wo eventuell Gegner sind, ob die Luft rein ist, wenn man da rausgeht, wo die Giganotos ja. lauern in den Gebieten da draußen vielleicht, aber das kann man eigentlich auch so ganz gut aus der Luft. Die großen, heftigen Gegner findet man ja auch vom Vogel aus sehr leicht. Aber den kann man halt dabei haben, den Scout, ohne jetzt einen Vogel dabei haben zu müssen. Also ja, aber extrem nützlich wird das dann nachher, wenn man mit den Mechs unterwegs ist, um große Gegner zu töten, dass man die zum Heilen dabei hat. Definitiv, dass wenn man ja. irgendwie in einen Titanenkampf geht mit einigen Mechs, dass man zwei Mechs hat und die sich dann abwechseln im Kampf vorne. Einer geht nach hinten zurück zur Heilung, der andere in die vorderste Front oder sowas. Genau. Da kann man dann sicherlich schöne Taktiken machen, ja. Da ist es dann super. Am Anfang, weil die ja so günstig sind und weil man sie ziemlich zackig am Anfang bauen kann, finde ich sie unnütz. Ach, man nicht. Nicht wirklich. Also. Was wir halt auch ausprobiert haben, wenn jetzt der Enforcer kaputt ist, das repariert er nicht. Nein, leider nicht. Das würde ich mir wünschen. Das haben wir getestet. Das wäre noch eine Sache, wo man dann sagen würde, okay, da wird es sich lohnen. Ja, hat dann Enforcer auch unterwegs. Wir können das ja nochmal testen, ob wir zu blöd waren. Deiner ist ja noch kaputt. Ist er noch? Ja, der ist noch immer kaputt. Ja. Okay.
Ich mache das jetzt nochmal, aber meiner Meinung nach, so blöd konnte man gar nicht sein. Du hast mich getroffen. Ja, das ist egal, das ist egal. Man muss nur in der Nähe sein. Aber da fängt er nicht an, hier was zu machen. Nee, da macht er nichts. Da zuckt er nicht, da macht er gar nichts, ne? Und von daher, ich will immer mit Escape raus, so blöd. Ja. Das ist schade. Also, so ein bisschen vertane Chance, finde ich, für den Anfangskontent, weil man nichts markieren kann, dass dann Wilde oder die eigenen Enforcer aktiv werden. Man kann die eigenen Enforcer nicht reparieren. Für den Anfang unnütz, dafür sind sie dann, ja, man braucht sie einfach nicht und das finde ich ein bisschen eigenartig. Vielleicht kommt da noch was. Ich hoffe es, dass die noch ein kleines Update erfahren und ein bisschen nützlicher werden. Ansonsten ja. Sind wir, glaube ich, soweit durch. Ja, ich denke schon. Wir haben nichts vergessen. Mhm. Ob man die jetzt auch färben kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ja mal einen hinwerfen und kannst mal mit dem Pinsel drauf machen. Ja, ne? Ich guck mal was. Und? Hier. Oh, wo ist die Sinne? Da. Huch. Oh ja, hat auch Region. Guck mal. Farbe auftragen in Orange. Ja, das geht. Ja? Auch wieder Region. Warte, ich muss mal gerade Pinsel wechseln. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Guck, die hat schon orange Dingser da. Achso, das bin ja ich. Und schwarz hätte ich hier noch. Achso, ja, man kann auch rausscrollen bei der Drohne. Das fällt mir gerade ein, ja. Ah, gucke. Man muss nicht in diese Perspektive ja gehen. Aha, und hier haben wir nochmal orange. Und dann machen wir das nochmal orange. Und das machen wir nochmal blau. Und dann gucken wir uns hier an. Ja, Moment. So. Fertig. Oh, guck mal. Sieht doch ganz nett aus. Ja, die hat volle 6 Regionen, die man bemalen kann. Ach ja. Ja. Diese Riesenviecher haben 3 Regionen und diese kleine Drohne. Genau. Warum auch nicht, ne? Malen kann man, immerhin. Ja, meine, ja. Dann ist er ja doch nützlich. Jetzt gefallen sie mir dann doch ganz gut. Geht aber nur zu zweit. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich alleine die bemalen sollte. Sei denn, ich könnte da mit dem Pinsel drauf, wenn die im Inventar ist. Bestimmt. Bestimmt. Sagt Cindy so einfach. Nee, Farbe mal drauf. Ja, kann ich. Ich kann einfach den Farbklumpen dann da drauflegen. Den Farbklumpen und dann kann man die da bunt malen. Dann kann man die auch bunt malen. Geht genauso. Genau. Ja, super. Nee, dann sind sie doch jetzt wirklich nützlich. Also, das finde ich gut. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hoffentlich bestimmt um den Tech-Titanen. Um den Mech. Ja. Den wir hier uns bauen können. Und da gibt es bestimmt auch sehr, sehr viel zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommentieren und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.